Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims, meine lieben Freunde. Wir haben ja aufgehört, als Lea gerade hier Essen gemacht hat, weil sie irgendwie schon Hunger hätte, aber irgendwie dann doch nichts essen will, oder? Oder doch? Was mit den anderen? Hier, hört mal auf, jetzt, es gibt Essen. Hört schon mal auch mal auf, es gibt Essen. So, auch mal ein Gericht nehmen. Du auch ein Gericht nehmen. Oh, was muss los? Wer ist das? Okay. Na gut, wenn er geht, dann geht er. Was ist denn das? Okay. Na gut. Nichtsdestotrotz. Oh, Fiona hat sich her teleportiert. Das ist schön, wenn Fiona das kann. Oh, Lottie wurde befördert. Das muss gefeiert werden. Ist natürlich blöd. Jetzt sind hier genau 4 Plätze. Und Lottie muss ich dann da drüben alleine hinsetzen, oder was? Oh, sie verdient wirklich... Ja, sie verdient mehr. Beginnt am Mittwoch und macht ja richtig krass. Hungrige Künstlerin. Ja, krass. Okay, ja, Gratulation, Lottie. Zur wirklich tollen Beförderung. Ja, bist fertig. So, wieso geht's denn jetzt da rein? Hier, komm, nimm doch auch was, Lottie. Iss mit deinen Freunden. Ein Gericht nehmen. Und dann kannst du dich hinlegen. Wer ruft da an? Oh, Resi, natürlich. Oh nein! Jetzt habe ich gesagt, ich will rüberkommen. Ich dachte, Resi will herkommen. Wirklich, wieso, warum? Seit wann geht denn das? Ich wollte ja eigentlich, dass sie da ist. Also, dass Resi herkommt. Meine Güte. So, sind wir auch wieder zurück. Ich habe jetzt mal Kali einfach da bei der anderen Familie gelassen. Die beiden machen Sport. Ganz freiwillig und unterhalten sich. Sackjard. Ja, dann sollen die mal. Lottie schläft. Der Jules ist arbeiten. Warte mal, den lassen wir mal ein bisschen fleißig arbeiten. Warte mal, was hat... Lottie hat doch... Warte mal, wir wollten doch Lottie mal hier ihr Zimmer einrichten, oder? Die Frage ist natürlich nur, wie kommt die hier rein? Na gut, dadurch. Dadurch kommt Lottie da rein. Da bräuchten wir mal eigentlich... Oh, Studie des sinnlichen Körpers. Lottie hat das gekriegt, oder? Wegen Mana-Karriere. Ja, das ist Lottis Auszeichnung für ihr Malwerk Dingenskirchens. Lottie bekommt von mir hier oben ein Eigenheim. Hier hingehen. Bevor sie was zu essen kriegt, lassen wir sie erstmal da reingehen, weil dann können wir mal ein bisschen gucken, wie Lottie so auf den Raum wirkt. Ne? Oder der Raum auf Lottie, wie auch immer. Das wäre natürlich interessant. So, also es geht, da muss man drauf. Treppenstufen steigen ist ja auch gesund. So. Gut, okay. Lottie hier in diesem Raum, ja? So, ja gut. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Wir gucken mal. Die Sache mit der Wandfarbe stand da ja noch so, ich sag mal, halb im Raum. Wobei eigentlich auch gar nicht. Nein, ich finde das Lila schöner. Ich finde diesen Violettton finde ich richtig gut. So, Lottie, jetzt kriegst du von mir hier Ausstattung. Jetzt müssen wir mal gucken. Einmal mal so Beleuchtung. Schau mal, wo haben wir denn Beleuchtung hier? Ich hätte gerne noch so eine Wandleuchte, die so ein bisschen die da, Kunstbeleuchtung, die hier ihr schon mal ihr Bild so ein bisschen beleuchtet, da ihr, was sie da an der Wand hängen hat. Das ist natürlich in Gold eher so suboptimal. Machen wir das mal so, oder dunkel? Na, aber Silber ist okay. Oder grau, wie auch immer. So, da drunter. Jetzt mal schauen. Haben wir noch was? Nee, haben wir nichts mehr. Dann nähern wir uns mal hier jetzt den Geschichten Schlafzimmer und so. Ich fange ja meistens dann mit dem Bett an. Lottis Bett muss auf jeden Fall, ich glaube schon, recht modern, ne? Ich will jetzt ja ein bisschen, oder dieses hier, das ist ja auch gar nicht so unmodern, ne? Eigentlich, dieses Schlafzimmer, dieses große Traumbett. Gibt es das denn noch in verschiedenen, das gibt es auch in hell, aha. Ja, das wäre doch gar nicht hässlich, oder? Das wäre doch eigentlich ganz hübsch sogar. So hier voll Raum verbrauchend. Ich glaube nicht,
Mal wieder so ein mit Raumtrenner, so. Dann kriegt sie da nur so ein... Ne? Machen wir das mal so. Wie mockt das mal so? Und dann kriegt sie hier so eine Kommode. Na, das ist mir zu Kinder. Das ist mir zu kindermäßig. Ein schönes, modernes, so ein Weiß. So, das ist gut. Und dann ist hier so ein bisschen abgetrennt. Und da drüben kann ich ja dann eigentlich so, kann sie auch künstlerisch aktiv werden. Da müssen wir mal schauen. Da gibt es auch hier diesen Zeichentisch. Genau, den doch auch bitte in Weiß so. Perfekt. Oder drehen wir ihn hier so rum? Nee, ich finde ihn so besser. Kriegt sie noch einen schönen Stuhl von mir. In Orange. Oder in Rot. Weil wieder Weiß finde ich jetzt so ein bisschen sehr... Nee, ihr wisst schon. Nur Orange. Das ist ja schon eher ein farbenfrohes Ding. Da brauchst du natürlich auch noch einen Rechner. Oder brauchst du überhaupt einen? Ich weiß nicht, Lotti ist jetzt eher nicht so der Nerd, ne? Und wir haben ja dann im Gemeinschaftsraum noch Rechner. Sie kriegt meinetwegen ein Tablet. So, und auf jeden Fall kriegt sie eine Tischlampe. Eine schöne. Haben wir die in Pink oder so? Nee. Was haben wir denn da? Oh, der ist ja cute. Das ist natürlich schon sehr kindlich, ne? So kindlich ist sie ja nicht. Sie ist mir einfach so... So, ja... So aufgeweckt, ja, wie soll ich sagen? Sie ist schon so... Aber kindlich ist sie halt nicht. Lass mal, können wir das da so stehen lassen? Das ist zu kitsch. Ich weiß nicht. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, ob ich das so... Ob ich das so stehen lassen möchte. Aber, naja. Gut. Dann haben wir auf da jedenfalls mal hier so ihren Stuhl-Ding ins Kirchens. Dann Kleiderschrank, Bucherregal. Sie ist ja auch, und da sie künstlerisch ist, ja auch gut unterwegs. Ich habe ja schon so Malsachen draußen. Und eine Staffelei jetzt hier reinstellen, glaube ich, ist nicht so. Deswegen kriegt sie die hier draußen auf die dahin, weil sie hatte auch freien Zugang da raus. Polstermöbel wären, glaube ich, auch noch interessant. Jetzt waren wir noch gerade im Bürobereich. So ein Bücherregal, das wäre schon ganz nice. Gibt natürlich auch wieder hier die weiße Variante. Können wir fast so zwei nebeneinander stellen. Dann hätten wir hier so eine... Aber zwei nebeneinander sieht auch irgendwie dämlich aus. Da der große vielleicht. Nee, das kommt blöd. Das ist mir zu grau, oder? Ich weiß nicht. Ich finde das echt ein bisschen schade, dass die Sachen hier nicht so wirklich farblich aufeinander abgestimmt sind. Oder ich habe es einfach nur nicht drauf. Oder ich sehe das immer nicht, was hier zu was passt. Ja? Da tue ich mich vielleicht auch ein wenig schwer. Es ist halt so grau. Na gut, sei es drum. Also dann kommt man da rein, hat sie da ihr Bücherregal. Dann kommt da noch irgendwas an die Wand. Vielleicht ein Gemälde von ihr. So, und dann hätten wir da hinten noch einen Kleiderschrank. Hat sie schon. Ah, schau her, da kann man dann trotzdem noch hier so an den Fußraum solche Dinge anbringen. Gibt es den denn auch noch? Ja. So. So. Und dann daneben Polstermöbel. Die da. So. Oder etwa nicht. Finde ich persönlich ganz cool. Jetzt weiß ich noch nicht, was da noch fehlt. Was könnte Lotti noch gebrauchen bei sich in ihrem... In ihrem schönen, ambienten Heim. So ein Abstellding. Hier so ein kleines Tischchen vielleicht irgendwie. Wobei ich nicht direkt wüsste jetzt wofür.
weil sie ja keinen Fernseher hat. Oder sie kriegt tatsächlich noch einen. Dann können wir hier den Tisch schon so hinstellen. Ja, wobei braucht es eigentlich auch nicht. Da lieber dann so ein Beistelltisch an der Wand oder so. Ein Kleiderschrank vielleicht. Nochmal noch eine Kommode hier so. Nochmal dieselbe hier an die Wand. Ich weiß nicht. Nee. Ich glaube nicht. Was könnte denn Lotti dann noch gebrauchen? So ein bisschen... Ich meine, ihr Bürotisch steht ja jetzt da. Das ist auch ganz geil. Der steht ja ganz gut, finde ich. Im Badezimmer bräuchte dieses Stockwerk vielleicht noch, oder? Na, ich meine, jetzt haben wir ein Badezimmer unten, ein großes. Gut, das könnte man noch vielleicht aufteilen, aber da muss sie immer nach unten hatschen, wenn sie, da muss sie raus. Das habe ich vielleicht nicht so gut durchdacht. Das mit dem Badezimmer. Oder ich mache, ja, die Tür zum Balkon. Ja, das ging natürlich auch, dass ich den Balkon, dass ich das hier noch ein bisschen vorziehe. Dann mache ich den Balkon größer, mache hier eine Trennung und dann noch oben ein kleines Bad rein. Das wäre vielleicht auch interessant. Ich glaube, das werde ich so fast so tun. Das spricht mich gerade etwas an. So. Gibt Lotti hier nochmal einen schönen großen Spiegel, damit sie sich dann immer da hübsch machen kann. Stereoanlage. Die darf natürlich nicht fehlen. Da kriegt sie schon so eine Fäde von mir her. So, ob der Boden. So. Da hinten noch die Lampe. Die Lampe ins Eck. Nee, das ist alles jetzt nicht so toll. Ach, passt ja gar nicht rein. Aber wie ärgerlich. Und ich dachte, ich könnte noch... Wieso geht das nicht? Ah ja, das würde gehen. Okay. Gut, dann müsste ich jetzt fast schon das Sofa in Weiß nehmen, oder? So, dann haben wir hier die beiden Sofa in Weiß. Und hier ist ja eh schon alles Teppich. Dann sind hier so zwei Sofa, da kann man sich dann draufsetzen, kann sie dann mit ihren Freundinnen tratschen. Und ja, dann ist es hier halt zum, da kann sich ein bisschen, kann sie dann Sport und Aerobic machen und sich bewegen und dancen zu der Musik. Oder so, wenn sie das möchte. Oder wir machen dann nochmal den hier hin. Kommt da so ein bisschen Light ins Spiel. Und dann brauchen wir noch Deko. Aber ich denke, jetzt für den ersten... Ah ja, klar, da könnte ich ja noch so Klamotten und so ein Zeugchen bauen. Wollen wir jetzt die Lampe da so hinstellen? Schauen wir mal, was ich noch so an Dekomaterialien habe. Dann kann die gute Lotti dann nämlich auch absolut von profitieren. Dekoration. Gut, gut. So. Was haben wir denn hier noch? Da. Ja, Bücher. Ja doch, Bücher ist auch... Lotti ist ja jetzt kein Dummchen oder sowas. Die liest schon auch gerne mal was. So, da ein bisschen Deko-Kram hin. Hier ein Kleiderer, Ständerer. Für den ist jetzt natürlich kein Platz mehr hier drin. Das hat sich der Packy wieder gut überlegt. Da baut er immer alles so zu, ne? Dahinter vielleicht. Hier so. Naja, warum nicht, oder? Können Sie da mal ein paar Sachen aufhängen? Was haben wir denn da noch so Schönes an Kleinkram? So Schminknagellack. Ja, das ist doch ganz nice. Das kann sie doch darauf legen. Und dann noch hier Schulmappen und so ein Kram. Lotti ist so die typische Studentin oder so eine junge Azubine, weiß nicht, Zahnarzthelferin oder irgendwas. Irgendwas Soziales, glaube ich. Weil die sind meistens immer so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen peppig, so ein bisschen lustig. So kann ich mir Lotti ganz gut vorstellen. Da machen wir da noch die Kerzis hin, so. Was haben wir denn da noch Schönes? Ein bisschen Deko-Crimsel. Noch mehr Bücher? Lotti der Bücherwurm? Naja. Ich meine, so als Kunstbegeisterte, ist das schon okay. Und dann kann sie noch ihre Wände da aufhängen. Oh, ich finde das ein ziemlich schönes Zimmer eigentlich. Ich meine, da kommt jetzt vielleicht noch ein bisschen was dazu. Vielleicht hänge ich hier auch doch noch einen Fernseher an die Wand hier oder sowas. Oder kriege dann einen PC oder so.
Sonst kriegt sie auch ihre ganze Kunst hier an die Wand. Dann haben wir später volles künstlerische Zimmer. So, dann kann ich hier vielleicht noch eine Skulptur draufstellen oder sowas. Müssen wir mal gucken. So, so viel zu Lottie. Was macht sie denn da? Ich habe ihr doch gesagt, sie soll... Was macht sie denn jetzt? Sie soll doch weiterreden. Trainieren, an die Grenzen gehen. Da ist er ja wieder. Junger Mann, Sommersprossen. Ach, der Basti. Der Basti Frankman. Aha, da soll er doch reinkommen, oder? Und mal herbeirufen. Woher kennt sie den denn? Kenn ich ja noch gar nicht. Das ist ja interessant. Oh, guck mal, wie buggy. Da geht es gar nicht auf. Das ist ja hässlich. Was soll denn der Scheiß? Das muss ich ja mal wegbauen hier. Das geht ja gar nicht. So. Weg mit dem Krampf hier. Da muss ein Tor rein. Nicht irgend so ein Zeug. Tja. Ach, und dann geht das nicht mehr. Das ist ja wirklich sehr schade. Liebe Sims-Hersteller. Dass ihr das nicht richtig programmieren könnt. Ja, Fiona. Wer ist denn das? Wer schaut? Woher kennst du denn den? Man weiß es nicht. Da versteht einer die Frauen. Ja? Da versteht einer die Frauen. Sehr interessant. Und jetzt steht er da. Also ich habe den ja nicht eingeladen. Was macht er denn? Gehen sie auch alle jetzt in ihr richtiges Bett oder was? Nein, Lottie, du schläfst ja nicht. Lottie, du hast dein Zimmer hier oben. Du schläfst hier. Schlafen. In deinem neuen Raum. Automatische Lichter. Alle Lichter. Da drüben ist hier er, der Doc. Was macht denn der Doc da? Da hat sich die Fiona schon wieder jemanden angelacht. Das ist ja unglaublich. Guckt mal, wie er wartet hier vor ihrem Schlafzimmer. Also... Tja, der Basti. Was ist da bloß los mit dem? Nein, 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 nein. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Und sie ist immer noch unterwegs. Und Lea, was macht Lea? Ach, Lea badet. Das ist ja auch interessant. Das ist schön. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lassen wir sie mal baden und dann... Gute Nacht an meine Sims. Bis morgen. Und tschüss.